Verblüffend, was? Ja. Geradezu beängstigend. Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Ich hätte nie gedacht, dass ich ihn finde. Das war auch nicht leicht. Hat er auch bestimmt nicht gemerkt, dass Sie ihn verfolgt haben? Nein, bestimmt nicht. Gut. Hören Sie, ich möchte ihn persönlich sehen. Sie dürfen ihn nicht aus den Augen verlieren. Aber er darf keinen Verdacht schöpfen, verstehen Sie? Ich versichere Ihnen, er wird nichts merken. Gar nichts. Wunderbar. Wir sprechen uns wieder. Möchten Sie sich lieber hinsetzen? Nein. Und Sie? Sie scheinen nicht ganz bei der Sache zu sein. Nein. Ich halte... Falls das geologische Gutachten stimmt, darauf dann... Darauf können Sie sich verlassen. Kann ich Ihnen eins sagen? Dimitri Marinus versteht mehr vom Öl als nur seinen Transport. Dieses Feld könnte genauso groß sein wie das in der Prudhoe Bay. Wahrscheinlich noch größer. Dimitri setzt auch große Hoffnungen darauf. Auf Sie übrigens auch. Aha. Ihr Erfolg mit Gold Canyon 340 war eine beachtliche Leistung. Möchten Sie noch einen Kaffee? Nein, danke. Wie aus dem Gutachten zu entnehmen ist, geht es hier um eine ähnliche Größenordnung. Das Ölvorkommen ist zwar riesig, aber es nützt uns gar nichts, wenn wir nicht fördern können. Deshalb suchen wir einen Partner, der das nötige Know-how hat. Und da sind wir auf Sie gekommen. Haben Sie noch jemanden in Dallas dieses Geschäft vorgeschlagen? Ich habe mit einigen Firmen gesprochen, in Dallas und in Houston. Aber keiner hat ihre Erfolgsbilanz. Sie scheinen Ihren Partner gefunden zu haben. Natürlich gibt es noch viel zu klären, bevor wir dieses Geschäft abschließen können. Keine Frage. Wie schnell können Sie ein Angebot vorlegen? Meine Leute können morgen früh damit anfangen. Dann will ich Sie nicht länger von Ihrer Frau fernhalten. Es tut mir sehr leid, dass Sie sich nicht wohlfühlen. Nett von Ihnen. Sie hat es auch sehr bedauert, dass sie nicht mitkommen konnte. Ich brauche Sie wohl nicht extra darauf hinzuweisen, Mr. Barnes, dass unser Gespräch streng vertraulich gewesen ist. Selbstverständlich. Gut. Danke, dass Sie gekommen sind. Ich danke Ihnen. Danke für den interessanten Vorschlag. Ganz meinerseits. Gute Nacht. Gute Nacht. Er ist hundertprozentig richtig. Ich weiß nicht, warum du dich mit ihm beschäftigst. Ich dachte, Ewing Oil hätte das, wohinter wir her sind. Ja, das ist richtig. Aber wenn sein Plan funktionieren soll, dann muss J.R. Ewing an uns herantreten. Gibt es einen eleganteren Weg, seine Neugier zu wecken, als durch seinen schlimmsten Feind? Hallo, Miss Nero. Hier ist J.R. Ewing von Ewing Oil. Ich habe gehört, Sie sind auf der Suche nach einem Geschäftspartner. Die Nachricht hat sich ja in Windeseile verbreitet. Es ist nicht leicht, in der Ölbranche etwas geheim zu halten. Aha, dann sollte ich mir das vielleicht für die Zukunft merken. Was kann ich für Sie tun? Eventuell könnten wir uns gegenseitig etwas Gutes tun. Ewing Oil ist ständig auf der Suche nach neuen Wegen und nach neuen Ufern und Sie, Miss Nero, bemühen sich hier um kompetente amerikanische Geschäftspartner. Natürlich könnte ich mich präziser ausdrücken, wenn ich mehr wüsste. Es würde sich für Sie bestimmt lohnen, uns in Erwägung zu ziehen. Ich könnte mir vorstellen, Sie haben erfahren, dass ich schon mit einigen Firmen hier in Dallas Kontakt hatte. Meine Entscheidung steht nahezu fest. Aber es kann natürlich nicht schaden, Sie auch noch zu treffen. Wie wär's heute Abend? Ja, ich habe Zeit heute Abend. Da könnten wir doch essen gehen und uns dabei unterhalten. Sagen wir 8 Uhr im La Champagne? Das ist ein hervorragendes Restaurant. Gut, dann treffen wir uns dort. Auf Wiedersehen, Mr. Ewing. Wo finde ich Mr. Ewing? Ich führe Sie hin, Madame. Was
Ja? Ich bin Angelica Nero. Oh, ich bitte um Entschuldigung. Das ist schon in Ordnung. Bitte. Die meisten Männer sind überrascht, dass ich Generaldirektorin der Reederei bin. Das kann ich gut verstehen. Was möchten Sie trinken? Ich hätte gerne einen Mimosa-Cocktail. Ein Mimosa. Sie sollten wissen, dass ich nur aus Rücksicht auf Sie diesem Treffen zugestimmt habe. Sagen Sie bloß nicht, Sie haben schon einen Partner. Wir stehen kurz vor einer Einigung. Ein bisschen Konkurrenz, schadet nicht. Wer ist meine? Barnes Wentworth. Ist das so komisch für Sie? Na, Barnes Wentworth ist für mich überhaupt keine Konkurrenz. Sie sind sehr selbstsicher. Ich bewundere solche Männer. Leider reicht dieser Charakterzug nicht aus, die Schwierigkeiten zu überwinden, die wir mit Ewing Oil haben. Was denn für Schwierigkeiten? Seit dem Tod Ihres Bruders befindet sich Ihre Firma in einer Phase des Umschwungs. Und Sie kennen die schmale Grenze zwischen Umschwung und Instabilität. Ewing Oil stand wirtschaftlich nie besser da. Dann müssen Sie sich etwas einfallen lassen, um Dimitri davon zu überzeugen. Ich bin zu jedem Nachweis bereit. Sagen Sie, was Sie wissen wollen. Oh, einverstanden. Aber verderben wir uns doch heute nicht das Abendessen mit Geschäftsgesprächen. Wie Sie wollen. Was dagegen, wenn ich bestelle? Oh nein, bestellen Sie nur. Garçon, s'il vous plaît. Oui, madame. Bon, le moule. Le moule à la manière et au safran, madame. Pas mal. Essen Sie gern Muscheln? Mit Vergnügen, ja. Voilà, deux à la manière pour commencer. Schön vornehm hier, muss ich mich erst dran gewöhnen. Ihr Tisch ist fertig, Sir. Wenn Sie mir folgen wollen. Dann wollen wir mir folgen. Dallas ist eine sehr interessante Stadt. Sie wird Ihnen gefallen. Vielen Dank. Hey, Jack. Na sowas, das ist aber eine Überraschung. Hallo, Jack. Darf ich dir eine Freundin vorstellen? Das ist Angelica Nero von der Reederei Marinos. Jenna Wade und mein Cousin Jack Ewing. Sehr erfreut. Haben wir uns schon mal gesehen? Nein, ich glaube nicht, Mr. Ewing. Eigenartig. Ich hätte schwören können, dass wir... Ich würde mich sonst ganz sicher an Sie erinnern. Jack, wenn du Zeit hast, komm doch mal im Büro vorbei. Ich muss was Geschäftliches mit dir besprechen. Gut. Dann wünsche ich euch beiden viel Vergnügen. Danke, wir werden uns bemühen, J.R. Einen schönen Abend noch. Ein charmanter Mann. Ja, liebenswert. Suite 1712, bitte. Grace, endlich ist er mir begegnet. Ja, er ist hier. Ich kann ihn sogar jetzt sehen. Die Fotos waren ja schon vielversprechend, aber seine Stimme hat mich restlos überzeugt. Nein, Grace, das mache ich nicht erst vom Hotel aus. Unser europäisches Büro öffnet in 15 Minuten. Schick für mich ein Telex hin und bitte sofort. Ja. Jack ist ganz ohne Frage unser Mann. Nein, du kannst dich auf mich verlassen. Der einzige Verdacht, der in J.R. möglicherweise entsteht, wäre, dass Jack eine wichtigere Rolle spielen könne als er. J.R. ist aber auf dieses Geschäft völlig versessen, glaub mir. Gut, bis dann. Hallo, Miss Nero. Guten Tag, hier ist J.R. Ewing. Ich hatte gerade eine Idee. Wie wäre es, wenn Sie morgen zu unserem Rodeo nach South Fork rauskommen? Was für ein amüsanter Vorschlag. Ich habe noch nie ein Rodeo gesehen. Dann haben Sie bisher etwas verpasst. Halb Dallas wird da sein. Natürlich meine Familie und mein Cousin Jack. Da ich schon mal in Texas bin. Gut, gut. Ich schicke Ihnen einen Wagen. Was halten Sie von 11 Uhr? Das wäre wirklich wunderbar. Ich freue mich darauf. Bis dann. Sie sehen also, Barnes Wentworth ist genau der Partner, den Sie gesucht haben. Sie haben interessante Zahlen vorgelegt, Mr. Barnes. Ich werde mich in ein paar Tagen endgültig entscheiden. Falls noch Fragen offen sind, werde ich sie Ihnen gern beantworten. Ein Anruf genügt. Sehen wir uns morgen bei diesem Rodeo aufs Haus vor? Gehen Sie etwa dorthin? Ich habe daran gedacht. Oh ja, das ist gut. Ich bin auch da. Ich meine, wir Texaner versäumen nie ein Rodeo. Besonders nicht, wenn es für eine